So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu The Elder Scrolls für Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind in einem weiteren Oblivion-Tor. Ein Oblivion-Tor Nummer 34. Wie ihr sehen könnt, wieder mit den üblichen 6 Türmen hatten wir, glaube ich, jetzt mittlerweile am häufigsten. Ein bisschen leiser. Aua. Aua, ja, ist ja gut jetzt. Easy. Okay. So. Ist doch. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt glaube ich, habe ich die richtige. Oh, ich höre ganz komisch. Kann sein, dass meine Nase ein bisschen zu klingt. Sie ist eigentlich gar nicht zu, aber ich bin leicht erkältet. Ganz leicht. Also ich war halt in Berlin erkältet. Für ein paar Tage und hatte aber nicht die Zeit, es wirklich auszukurieren. Und ich schlepp das noch so ein bisschen mit mir mit. Aber es geht. So, dann können wir wieder unseren Assassin's Creed Move machen. Der funktioniert gut, ne? Wobei, nee, diesmal nicht. Oh, sind Valkyrie, okay. Starker Move. Einzel. So. Einmal zweiter Stock, bitte, Freunde. Wer kennt den Spruch noch? Wer kennt den Spruch noch? Wer hat so... Boah, einmal zweiter Stock bitte. Wie lang war das eine Phrase aus FIFA? Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es muss lange her sein, weil ich schon sehr lange kein FIFA mehr spiele. So, jetzt aber. Gut, jetzt müsste es gehen. Ah ja, schau an. Da haben wir wieder ein Mitglied der idiotischen Morgenröte. Den wollen wir natürlich selbstverständlich einen gebürtigen Abgang bescheren. Einmal bitte runter. Und direkt auf die Spitze. Oh. Ja, das war, glaube ich, unangenehm. Ja, das war jetzt ein bisschen wild. Moment. Ah, die habe ich schon. Okay. Genau, von da oben sind wir gekommen. Da kommt der nächste Sturm hier. Wir haben damit 3 von 6 kleineren Türmen durch. Ich würde es gerne in der Folge schaffen. Ich würde es gerne in der Folge schaffen. Ich muss auch mal gucken, wie viel ich denn heute... Aua. Wie viel ich denn heute Oblivion aufnehmen kann. Ich muss ja, wie gesagt, mir wieder einen kleinen Puffer verschaffen. Momentan sind alle Projekte ja so spitz auf Knopf. So. Es ist ja eine sehr enge Kiste, aber momentan sieht es aus, als könnte ich alles abfangen. Ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass es momentan keine neuen Projekte gibt. Muss jetzt auch... Gut, bei einem könnte ich es... Nee, wobei... Black Mirror, glaube ich, dauert auch noch ein bisschen. Das ist so das Einzige, wo ich es mir vorstellen könnte. Ich meine, Pioneers und Divinity 2 dauert safe noch. Wir brauchen uns nicht unterhalten. Medieval 2 ist sicher auch noch. Oh, hi. Du willst gegrillt werden? Den Wunsch kann ich dir erfüllen, mein Freund. Selbstverständlich, sehr gern. Hey, wo willst du denn hin?
Oh, da kommt noch ein der drauf. Nee, es gibt momentan, glaube ich, wirklich fast keine Spiele. Die abgeschlossen werden. Ist, wie gesagt, muss ich gestehen, momentan habe ich da gar kein Problem damit. Momentan bin ich sogar eher happy, dass ich, nicht jetzt auch noch zusätzlich ein neues Thumbnail vorbereiten muss. Das wäre jetzt nämlich schon irgendwo ein bisschen viel gerade. Ich meine, allein schon das Monatsvideo. Es ist ja kein krasser Stress. Das ist es nicht. Aber besonders, wenn Jahreszeitenwechsel ist, muss ich die Musik neu einstellen und... Es sind eher so Kleinigkeiten und ich würde gerne die Monatsvideos eigentlich so ein bisschen aufwendiger gestalten, wisst ihr? Ich würde sie gerne so ein bisschen verbessern. Aber dazu fehlt mir momentan einfach die Zeit. Jetzt heißt es für mich vorerst, meine Berlin-Reise abzufangen und zu kompensieren. Ich bin ja eh schon happy, dass das so funktioniert hat. Ich meine, Freunde, ich war vom 14., glaube ich, bis 17. in Berlin und es kam jeden Tag, kamen mindestens 2 Folgen raus. Okay? Also, ich habe es wirklich durchgezogen. Ihr könnt, also wenn man mir was nicht vorwerfen kann, dann lasse ich mir keine Mühe geben. Weil das ist wirklich, da habe ich unglaublich reingehasselt die letzten Tage. So, Nummer 4 von 6. Hallo. Ja. Oh, diesmal hat's geklappt. Helm der Erleuchtung. Oh, der ist gut. Magiker festigen ist immer gut. Und los geht's. So, sehr schön. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil, ja, doch, kann ich schon so machen. Okay. Ich weiß es doch manchmal selbst nicht. Schaut mich nicht so an. Ich weiß es doch manchmal selbst nicht, was in meiner Birne vor sich geht. Komm. Komm her. Komm hierher. Hierher. Komm. Hättet ihr eigentlich mal Bock auf so ein MMO? Also als Let's Play. Mein Problem ist bloß, ich wüsste nicht so ganz, wie ich es aufnehmen soll, weil so MMOs bestehen ja oft auch aus so täglichen, also noch ein Projekt täglich würde nicht gehen. Das würde ich nicht schaffen. Boah. Boah.
Ja, ich muss mal überlegen, wie ich das dann handhaben könnte. MMO musst du halt fast auch eine Stundenfolge machen, sonst macht es keinen Sinn. Ist übrigens gerade bei Blocken aufgestiegen. Ich muss mal. Aua. Boah, schön. Schön den Kopf gegen den Hebel gerumst. Lass mich mal ganz kurz gucken, Freunde. Okay, Alchemie. Ja, Zerstörung läuft gut. Mystik geht mittlerweile. Athletik und Blocken. 84. Nice. Schwere Rüstung braucht noch. Illusion geht. Ja, es ist und bleibt Handelsgeschick. Und mittlerweile habe ich so das ungute Gefühl, dass wir das nicht mehr auf 100 bekommen. Außer wir forcen es halt wirklich. Ich meine, wir können es ja so machen, Freunde. Wir können es ja so machen. Wir können ja. Ich habe schon hin und wieder gesagt, dass wir dann hin und wieder so eine Handelssession machen. Da meintet ihr, das stehen wir gemeinsam durch. Finde ich schon mal sehr cool. Ich hoffe, das ist immer noch aktuell. Also, es gibt da halt meiner Meinung nach zwei Herangehensweisen. Entweder muss möglichst weit runterfallen. Also entweder wir spielen einfach ganz normal, handeln weiter, unseren Bullshit, machen so weiter. Und, hast du gut gesessen. Und schauen, ob es vielleicht doch klappt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Weil wie gesagt, ihr seht ja, wir haben jetzt 400 Folgen. Wir handeln eigentlich nach jeder Höhle. Und dennoch sind wir eigentlich erst bei 66. Au, au, au. Ah, jetzt habe ich mir einen großen Zieh aufgespießt. Aua. Okay. So, da bin ich in der Fehlkunde. Komme ich da irgendwie drüber? Ah, nein, ich werde gegrillt. Oh. Kurz die Hornhaut an der Ferse weggegrillt. Es gibt halt schon so MMOs, also so. The Elder Scrolls Online ist halt schon so ein MMO, wo ich echt manchmal. Also ich sehe so oft Videos dazu und denke mir so, boah, es wäre schon geil, gell? Ich bin halt auch so übelst der Elder Scrolls Freak. So krass. Das Einzige, wo ich mich, glaube ich, noch mehr interessieren würde, wäre Lord of the Rings Online. Das habe ich auch schon mal gestreamt. Da hätte ich ja auch mega Bock drauf auf Lord of the Rings Online. Was mich, glaube ich, an Elder Scrolls Online so ein bisschen genervt hat. Ich hatte damals bei Elder Scrolls Online einen der größten Raids meiner sehr, sehr kurzen und nicht außergewöhnlichen Twitch-Karriere. Hatte ich einen krassen Raid damals mit 60 Leuten. Da war ich auch überfordert. So. Mit so vielen Menschen. Ich weiß, es klingt total bescheuert, weil manche Leute hunderte von Zuschauern im Durchschnitt haben. Aber da war ich auch so, was mache ich mit so vielen Menschen? So 10 ZuschauerInnen im Durchschnitt gehabt und jetzt auf einmal das. Aber war schon geil. Wow. Ich möchte nicht von der Furzpflanze angepfurzt werden. So, irgendwas hat mich gesehen. Mal, was ist denn das? Irgendwie schon. Ja, 15 Minuten wird eine enge Kiste, Freunde. Wird eng.
Das ging schnell. Ich versuche den mal auch hierher zu locken. Da wäre halt mal, also was ich mir halt auch gut vorstellen könnte, wäre halt wirklich auch mal so eine höchste Schwierigkeit Oblivion Challenge. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Das könnte ich mir aber auch erst jetzt vorstellen, weil ich das Spiel einfach nochmal deutlich besser kenne. Manche Quests kenne, die ich vorher nie gespielt habe, muss ich zugeben. Zum Beispiel die Umbarkano? Ja, so heißt der. Für die, ihr wisst schon, für den man diese Eileiden-Statuen sammeln muss. So kommst du halt. Da musst du dann auch einfach die Sachen, die es in Oblivion gibt, besser nutzen. Also da, ich spiele ja sehr wenig mit verzauberten Waffen. Ich sammle sie lieber, weil ich einfach ein Sammler bin. Das ist, in Spielen sammle ich immer alles. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Falls ihr mal meinen Alchemie-Schrank angeguckt habt. Ja. Kann mal schauen, ob ich der eine Seele einfangen kann. So, und deswegen nutze ich die leider sehr selten. Müsstest du natürlich da tun. Du müsstest wahrscheinlich auch noch mehr, noch mehr handeln, weil wenn, ich finde halt, dass diese ganzen, verzauberten Waffen, die sind schon cool, aber die verlieren ja ultra schnell ihre Power. Oh, Alter, was willst du? Ich glaube, ich nehme mal den Hammer mit. Unser Inventar ist noch relativ leer. Aber wir haben zumindest den äußeren Bereich gleich durchfahren. Übrigens habe ich jetzt auch wieder das Gefühl, dass die Spielstärke eher dem entspricht, was wir bisher hatten. Ich will es ja anspruchsvoll. Ich will es ja schon anspruchsvoll haben. Halt nicht. Also ich glaube, wenn ich nicht aufpassen würde und aufmerksam spielen würde, könnte ich hier gut verrecken. Jetzt mal mit dem Kollegen hier. Würde gehen. Da war ich schon. Was würde ich machen, wenn ich eine Challenge in Oblivion machen würde? Mit. Aua, ja, ist ja gut. Oder? Ich würde als erstes Veränderung. Ich würde auf jeden Fall wieder Kampfmagier machen. Safe. Ihr seid meine nächste Trophäe. Das tut schon wieder ein Problem, oder? Ah ja. Nee, alles cool. Okay. Ich würde auf jeden Fall Veränderungen pushen, damit ich gute... Ich würde Magier-Gilde sehr früh machen. Safe. Um an starke Zauber zu kommen. Magie ist, glaube ich, in Oblivion das Ding. Am Anfang sicher ein bisschen schwer. Ja, wobei.
du kannst ja damit auch die Gegner sehr, sehr lange immer vom Hals halten. Also eigentlich ist Magie the way to go, meiner Meinung nach. Alchemie, einfach weil du unglaublich viele Dinge kompensieren kannst mit Alchemie. Und natürlich Beschwörung. Also Beschwörung würde ich immer wieder forcieren, einfach um schnell einen starken Begleiter zu bekommen. Ich meine, ihr seht's ja, allein schon wie so jemand Gegner ablenkt, die maybe deutlich stärker sind. Ja, da haben wir noch ein Skelett genommen. So. Zack. Und zack. Ciao, mein Freund. Gute Reise. Und dann sind wir tatsächlich durch, Freunde. So, jetzt machen wir nochmal einen wilden Abgang hier. Oder warte. Oh ja, stimmt. Das könnte ich probieren. 1, 2, 3. Nein. Ich hab nicht... Das hat nicht geklappt. Ich konnte nicht springen. Das ist manchmal so schwer zu timen. Okay, egal. So, wir haben noch... Oh, das wird eng. Hallo? Es wird verdammt eng. 10 Minuten. Let's go. Komm. Nicht mal ein Empfangskomitee. Es ist verdammt dunkel. Scheiße, jetzt habe ich meinem eigenen Dude ein paar Mal auf die Fresse gehauen. Haben die jetzt beide den Clan 4 beschworen, oder? Die Säcke. Lass mal kurz weg. Das ist eigentlich nur ein Markinas. Eigentlich gut und gut machbar. So, wo ist der andere Kollege denn hier? Gut. Das ist die andere Tür, genau. Ah ja, stimmt, das ist immer so aufgebaut, I see. Genau, und da geht's dann nach unten einmal und einmal nach oben. Let's go. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass wir uns natürlich zuerst nach unten durchkämpfen, oder? Darüber brauchen wir... Nee, Freunde, die Diskussion führe ich mit euch nicht mehr. Sehr schön. Okay. So. Kurz die Sitzlage ändern. Ja, ich glaube, ich schaff's. Ums Verrecken nicht. Es wird eine enge Kiste, Freunde. Es wird eine enge Kiste. Ich weiß, dass die Zitadelle hier mal relativ klein ist. Ja, moin. Hallo, Freunde. Sind es 4 Gegner? Ich glaube, ich habe gerade 4 Gegner wirklich gesehen. Das wäre crazy. So, Nummer 1 ist down. Wichtig. Ja, ich weiß, ich habe den bloß gerade so schön im Eck.
Nummer 2. Wirklich, es sind 4 Gegner hier unten gewesen. Ja, mit 4 Gegnern. Ich glaube, es waren zwar alles nur Kühnis. Ich glaube, es waren alles nur Kühnis, also es ging tatsächlich. Von der Gegnerstärke, aber es waren 4 Gegner. Okay, gut. Let's go. Jetzt müssen wir hoch. Glaube ich, voll erwischt gerade. Boah, ja. Das hat ja mindestens. Das hat sie mindestens 2 Spinnenbeine gekostet. Und weiter. Geht auch. Recht auseinander. Ja, wahrscheinlich noch so 2 Ebenen. Ja, wir werden es nicht schaffen, Freunde. Sehr schön. Zerstörung nochmal gepusht. Ging nicht alleine weg. Okay. Weil ich nicht vergessen darf, es hin und wieder mal zu reparieren. Hallo, mein Freund. Wir müssen unsere Seelensteine ein bisschen aufmotzen. Weil wir haben ja noch einen Haufen Gegenstände da, die noch nicht vollständig gepimpt sind. Also wieder gepimpt, damit man nicht aufgeladen. Ich verliere. Oh. Oh, aber voll in die Niere. Ergebt uns. Ja. Ich hätte da gestern einfach noch mehr Tempo aufnehmen sollen. Ich war da gestern wirklich einfach ein bisschen schläfrig am Abend. Ehrlich zu sein, wollte ich aber auch 2 Folgen aufnehmen, aber ich war dann einfach zu müde und das macht dann keinen Sinn, wisst ihr? Das macht dann keinen Sinn aufzunehmen, weil dann wird es ja nur langweilig. Entspannte Folgen, ja. Entspannte Folgen, ja. Komplett langweilige, nein. Die wird es bei mir nicht geben. Schön. Na gut. Und da lag er. Für den Rest seines Lebens. Gut. So, dann lass es schnell reparieren. Sieht gut aus. Ich glaube, eine Ebene, oder? Hätte uns gefehlt. Eine einzige. Ja gut, Freunde, bevor ich mich jetzt da unnötig noch in den nächsten Kampf reinwerfe, würde ich mich vorher verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut bis dann rein, euer Uni-Let's Play. Ciao, ciao.